Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark. In der letzten Folge haben ich und Reggie versucht, uns mal aus unserem Lager rauszuschleichen, ein bisschen die Welt zu erkunden. Das Ganze lief ein bisschen schief. Da waren viele Super Saiyajin-Kojoten oder was auch immer das waren. Nun sind wir vor einem Kano und zwei Raptoren. Ob wir da jetzt rauskommen, das erfahrt ihr jetzt. Wir müssen warten, bis der Kahn weg ist, hier runterspringen und dann hier rechts am Felsen vorbei. Heilige Scheiße. Okay, ich denke mal, wir sind jetzt, obwohl. Ich weiß nicht, wie viel der. Können die Raptoren sich nicht mit dem Kanu anlegen? Die Nee, müssen doch ich gerade glaube, erst die. gespawnt sein. Als wir hier durchgegangen sind, waren sie noch nicht hier. Sind wir von da gekommen? Ja. Oh, siehst du? Das war, was ich meinte, von wegen, wenn wir kommen nie wieder zurück. Ich schon. Du nicht. Nein, Du jedenfalls nicht. hast die leckeren Tiere dabei. Ja. Oh, guck mal, guck mal. Die sind ganz nah dran. Der Kano und der Raptor. Nein, Raptor geht. Aber die prügeln sich nicht. Warum nicht? Ja, weil die sich mögen. Ach, wieso sollten die sich mögen? Das sind Rivalen. Nein, es sind beides Fleischfresser. Die mögen sich. Wenn der Guck sie dir Kano noch an. näher an uns rankommt, zieht er uns und dann läuft er hier hoch. Dann haben Ja, wir ein Problem. ich habe Angst. Dann kann mir auch mein Raptor nicht mehr helfen. Aber sind wir nicht von vorne weitergekommen? Wir sind doch nicht von hier gekommen. Wer hat die bessere Sind doch. Orientierung? Wir sind von da hinten gekommen. Nein, wir sind von hier hinten gekommen. Ja, da sind Oh. wir umgedreht, weil wir das die Ach Son so, ja, Goku-Hyäne gesehen haben. stimmt. Ja, cool. Also eigentlich nicht, aber. Können nur hoffen, dass der Kano sich irgendwie wegbewegt. Ich meine, Wir würden da die Raptoren warten. könnten wir einzeln ausschalten mit Bolas. Das ist ja gar kein Problem. Ein Kano kann ich nicht bolan, der lacht Hast du mich schon aus. probiert? Der lacht mich Ja. aus. Kein Wunder. Der hat so viel Kraft, der zerreißt ja das Ding. Boah. Okay, weißt du was? Ich springe jetzt hier runter. Ich laufe hier an der Seite vorbei. Springen Dinos eigentlich auch hinterher oder laufen sie außen rum? Das weiß ich nicht. Also ich meine, okay, wobei, wenn der T-Rex draußen rumläuft, ist ja nicht so schlimm, ne? Der T-Rex? Der Geronimo! Raptor Jetzt meinst du? geht's ganz Weil der Raptor springt dir gut. hinterher, alles gut. Okay, gut. Ja, ich bin froh, manchmal ist es ganz gut, wenn es dumm programmiert Okay, ist. okay, okay, okay. Wir müssen hier am Stahlgebäude vorbei. Da rechts sind Son Goku-Hyänen. Ach du Scheiße. Die sind überall, ey. Wir müssen unbedingt irgendwie besser werden. Wir sollten schnell leveln. Weil welche Möglichkeit haben wir, schnell zu leveln? Bauen. Die einzige ist doch, genau, das heißt, die einzige Möglichkeit, es wirklich schnell voranzukommen, ist, wir sollten ein Hochhaus bauen. Wir bauen als nächstes einfach einen Stall für unsere Viecher. Ja. Und dann gehen wir ständig irgendwie durch die Gegend und Schatz, kannst du mir mal bitte die Steine kaputt machen? Wo bist du? Ich habe einen fetten Dino. Oder ich mache das gleich selber, wenn du willst. Oh Gott. Der kommt da nicht durch, Oh das nein, fette wir müssen Vieh. uns beeilen, bevor die Viecher kommen. Ja. Oh, ich habe Metall bekommen. Oh, es hat immer was Gutes. Ansonsten, wenn du nicht mehr laufen kannst, dann weißt du ja Bescheid. So, schnell. Die Höhen waren schon verdammt nah dran, ey. Heilige Scheiße. Ja, gegen solche Sachen hilft auch der Raptor nicht. Wir So, brauchen also bauen wir ein gefährlichere Hochhaus. Dinos, die wir zähmen. Ja, definitiv. So, wir sind fast zu Hause. Da sind die Bären. Ja, Ich sehe einen stimmt. Skorpion, der ist jetzt aber nicht so schlimm. Warte, links von uns ist, oder was ist das, ein Zebra? Oder ein Pferd? Oder was ist das? Ist das nicht Links ein von Pferd? uns? Wo? Am Baum. Achso, das ist ein Pferd, ja. Da jetzt geradeaus. Okay. Lass uns hier Es gibt runterspringen. Pferde? Oh, Oh, hier es sind gibt direkt Pferde. zwei. Oh, das ist voll cool.
Pferdchen. Oh, das ist ja cool. So, oh Gott, die Frage ist, wie zähmt man die, ne? Aber Level 45, also das... Und ich glaube, die haben Angst vor dem Raptor. Die sind weggelaufen. Aber da können wir nicht runterspringen. Lass uns hier lang. Ach Gott, ey, manchmal sollte ich einfach nicht reiten. Oh, ich sehe einen Parasaurus. Und? Yay! Bei uns in der Nähe vom Zuhause. Okay, kurz umschauen. Alter, da vorne wir haben ein Zebra weggejagt und das ist in die Hyänengruppe und jetzt lockt es die Hyänen weg. Oh, cool. Das heißt, hier sind wir jetzt sicher. Außer natürlich die Bären. Die Bären sind natürlich kacke. Hm. Ja, die Bären und irgendwas habe ich noch zweibeiniges laufen sehen. Oh nein, mein Parasaurus ist stecken geblieben. Ja, jetzt kann ich dir nicht helfen, ich bin schon runtergesprungen. Nein, para. Ich kann da nicht mal hin, ne? Doch, kann ich. Oh Gott. Oh nein, er steckt fest. Ich glaube, er steckt jetzt wirklich fest. Wie, er steckt fest? Autsch. Fuck. Warte, ich komme. Wo bist du? Ich bin hier eingeklemmt. Ich weiß nicht, wo? Bist du runtergesprungen? Ich musste. Wo bist du denn? Nein, das ist ein Skorpion. Du bist beim Skorpion runtergesprungen? Ich musste, ich bin, also was heißt runtergesprungen? Ich bin darunter gefallen. Weil das die einzige Stelle war, wo ich hätte. Ich sehe dich nicht. Nee, kannst du auch nicht, weil ich genau in so einer Lücke bin. Recht jetzt? Ich bin wieder zurück hinter dieses Gebäude und da war ein Loch, da bin ich runtergefallen. Hey. Nee, ich sehe da nur ein Dodo. Ich bin relativ weit unten. Eigentlich fast auf dem Boden. Oh Gott. Kommt jetzt der Skorpion zu dir? Oder soll ich ihn umbringen? Der Skorpion ist ganz in der Nähe. Ach, da bist du. Ja, dann bringe ich den Skorpion um. Kannst du das einfach? Ja, ich habe Ebola. Ah, ja, da bist du. Ich komme. Ich helfe dir. Ich versuch's jedenfalls. Wenn ich schnell genug bin. Und der Raptor macht mit. Was ist das für ein Level, ey? 63, heilige Scheiße. Das hat ordentlich Level abgegeben, alter Schwede. Ja. Halbes Level. So, und dein Raptor steckt hier fest? Wie, der Raptor? Der ist doch hier. Ich meine dein Para. Immer noch? Nein, Para. Oh, Gott sei Dank. Para-Rettungsaktion geglückt. Dankeschön. So, ja, cool. Also, ich muss sagen, der Skorpion war nicht schlecht. Der hat gut geholfen. Aber bevor wir weitergehen, würde ich gerne eine neue Bola herstellen. Ja. So. Ja. Kannst du das? Ja. Ja. Gut. Nur für den Fall der Fälle, dass uns hier noch irgendwas begegnet. Ich weiß nicht, ob man die Bären bolern kann. Aber da sind sowieso zu viele. Ich wollte gerade sagen, das sollten wir nicht versuchen erstmal. Also mit einem können wir es versuchen, wenn wir... wissen, dass wir gegen ihn gewinnen können. So, was haben wir hier? Ich habe die ganze Zeit Angst, wenn wir die ganze Zeit nach rechts gucken, ob irgendwas von links kommt. Hier ist der Para. Ich hole mir jetzt diesen Para. Ah! Oh. Hi, Para. Ja, sieht doch relativ... Ja, Level 4. Der wird nicht viel aushalten. Nee, ich hau nicht mit drauf, sonst macht der Raptor böse Sachen. Gar kein Problem. Jo, hängt sowieso fest. Wie viel wollen wir wetten, dass ich es nicht schaffe, diesen Parasaurus heil nach Hause zu bringen? Ich meine, es sind nur noch 50 Meter, aber ich weiß, wie mein Leben zu Paras steht. Sie sind einfach nicht kompatibel. Halten, um die Bola zu entfernen, okay? Ja, kriegst du aber eh nicht wieder. Ach so, das ist ja doof. Aber dafür ist er schnell gezähmt. Ich habe sogar noch... So eine. Hihi. Ich habe noch so eine gemacht. Ich habe ihm noch eine gegeben, die bewusstlos macht. Okay. Ja, ich glaube, ich werde auch bei mir in den Perks die Gebäude freischalten, dass ich mitbauen kann. Ja, ich denke. Besser. Das heißt aber auch, dass wir dann Holz oben drauf bauen. Ja, lass uns jetzt einfach am Anfang Stroh machen und das nächste Gebäude machen wir mit Holz, sodass wir überall verschiedene Gebäude haben.
Naja, aber ist es nicht vom fürs Level besser, wenn wir gleich mit Holz anfangen? Ja, Dann würde ich aber was meinst du, wie viel niemals. Holz wir dafür brauchen? Wir haben hier keinen Wald in der Nähe. Ja, stimmt. Naja, gut, wir müssen dann halt ab und zu mal raus, Dinos töten, was ja Erfahrung gibt, und Holz sammeln. Das ist ein guter Plan, oder? Und ich meine, wir brauchen auch so Stroh, brauchen wir auch Bäume. Ja, stimmt schon. Also, ob wir jetzt Holz von den Bäumen holen oder das Stroh, ich glaube, das ist auch gehopst wie gesprungen. Und wenn, dann hätte ich ja und. Wobei, doch. Oder? Nee, wobei, ich glaube, du musst ja dann eh alles lernen. Ach. Ja, ich habe jetzt alles schon gelernt. Ups, ich wollte eigentlich nicht auf deinen Parasaurus raufspringen. Wo ist denn dein Raptor? Fuck. Raptor. Irgendwie habe ich das. Der war doch hier noch die ganze Zeit. Was ist mit dir passiert? Nein. Keine Ahnung. Weggerannt. Das Kann man stimmt. den eigentlich rufen? Nee, war. Also stecken geblieben kann er eigentlich auch nicht sein. Hä? Okay, warte. Beim Skorpion Konzentration. war er noch da. Gehen wir dahin. Genau, das habe ich nämlich auch gerade so gedacht. Warte, ich kann Vielleicht auch ist er von überladen oben. und kann nicht mehr laufen. Ach so, das kann auch sein, ja. Weil er alles gefressen hat. Hat sich überfressen, der blöde Raptor. Ja, hier steht Waren wir er. da unten? Der Hä? Namenlose. Wo denn? Ach da! Nee, Guck es ist mal, stecken ist doch. geblieben. Ich Ach du, ihr wollte seid so. nämlich sein Leder rausholen. So. Ach, so ein dummer Raptor, ey. So, jetzt kommen wir wieder und der So. Parasaurus ist tot. Nein. Höchstens, dass wir dahin laufen und wir sind tot. Wer weiß. Er liegt hier noch. Er ist auch So, gleich kommst du jetzt fertig. mit? Ey, der Raptor ist so dämlich, ne? Kommst du mal? Schon wieder stecken geblieben. Dummer Tino. Ich sehe das noch, ey. Wegen ihm werden wir getötet. Ist er nicht So. frei? Ja. Jojo. Er ist halt nochmal stecken geblieben. Super. Dachte sich so, ach, war schön hier. Ich kuschel nochmal mit dem Metall. So, So, Pferde. zehn Ey, das Prozent mit den noch. Pferden, das mit den Pferden finde ich ja richtig cool. Ja, aber ich nehme an, mehr als schnell sind sie auch nicht. Ja, aber immerhin. So. Welches Level haben eigentlich diese Glühwürmchen? Ist eigentlich Wollte schon lustig, genau eben. als wir losgegangen sind, sind die Dinos alle respawned. Jetzt sind Ja. hier wieder ganz viele Parasaurus. Ach, da ist er. Welches Level bist du? Level 1. Dann kann ich dich doch eigentlich töten. Oh, wenn du nicht so weit oben fliegen würdest. So, welches Level bist du? Auch Level 1. Komm, wir schleichen uns jetzt nach Hause. Oder prügelt sich jemand? Ja, ich mit dem Glühwürmchen. Warum? Weiß nicht, weil ich Lust drauf hatte. Und die anderen sind jetzt ganz wild. Guck mal, wie es hin und her fliegt. Ach, verdammt. Ich wollte nach Hause. Ja, sehr gut. Ich wollte mich auch mal prügeln. Natürlich nur Dein Level Raptor scheint ein 1er. bisschen verwirrt zu sein. Raptor. Ich lauf schon mal nach Hause. Du regelst das. Hoffe Ich muss ich. meinen Parasaurus sichern. Ich will endlich einen haben. Verhalten. Para? So. Hallo? Was? Wo ist er hin? Der steht da immer noch, oder was? Hä? Nein. Wo ist mein Parasaurus hin? Ich habe mich umgedreht und er war weg. Ach da. Oh, er ist im Dino hängen geblieben. Kommst du? Ach, Gott sei Dank. Puh, er ist am Dino hängen geblieben. Ja.
Okay, Also, soweit ich auch das schön. sehe, darf man den Bären einfach nur nicht zu nahe kommen, sonst fühlen sie sich bedroht. So aggressiv sind sie nämlich nicht. Okay. Oh Gott, ich habe neben ihm gestanden. Das war, ich dachte ganz so, ich dachte gerade, du wolltest mir das demonstrieren. Ich bin hochgegangen und dachte, ich kann dem so ausweichen und da steht da ein anderer. Aber siehst du, die sind nicht so aggressiv. Ich Nur merke wenn sie schon. sich bedroht fühlen. Dann lass uns demnächst einen Bären zähmen. Und lass uns aufpassen, dass uns die Dinos und alle hinterherlaufen. Weißt du, und kaum hast du ein Para gezähmt, kommen die anderen, weißt du, respawnen die anderen auch wieder. Ach So, Gott. erstmal nach Hause. Meine Fresse, war das ein Abenteuer. Ja, allerdings. Blockier mir Müssen wir nicht da. den Weg! WTF? Müssen wir nicht. Können wir nicht hier schräg laufen? Ja, doch. Aber Ich laufe ich kann doch gerade nicht sehen, was hinterher. da hinten ist. Ich laufe dir lieber hinterher. Nachher, weißt du, passiert wieder irgendwas Blödes. Außerdem kann ich so besser aufpassen, wo du langläufst. Naja, es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn wenigstens einer oben sitzt und guckt, wo man langläuft. Oh mein Gott, mein Herz. Mein Herz. Siehste, haben wir doch geschafft. Ich habe uns in Sicherheit gebracht. Und wir sind echt weit gekommen in unserer Expedition. Um die Ecke. Und Ja. festgestellt, dass überall diese Sengoku-Jiren sind. Das ist echt großartig. Ja, wir sind gut. Ich meine, wir können ja nicht mehr auf dem Floß fliehen, weil da hinten überall diese Spinos sind. Haha, ich bin schneller, weil du gekackt hast. Nee, ich habe gerade geguckt, weil irgendwie laggt der Stream schon wieder. Das ist voll nervig. Echt? Also glaube ich jedenfalls. Wieso? Ich irgendwie mal gucke. Also ich sehe nur, dass OBS hakt. Ja, genau. Und wenn OBS hakt, dann hakt auch der Stream. Das finde ich voll kacke. Ich hätte den PC vielleicht nochmal neu starten sollen. Also zwischendurch hat er immer so ein paar Sequenzen, wo richtig hakelig wird. So. So. Ach. So, mein kleiner Raptor, was hast du denn hier? Oh. Oha. Das, ja, cool, Chitin gefunden. Also durch den Skorpion wahrscheinlich. So, jetzt habe ich aber Hunger, ey. 10 Fleisch habe ich dabei, die brate ich mir jetzt erstmal. Puh. Das Ding ist, jetzt habe ich Durst und jetzt, wo ich Durst habe, ist die Flasche leer. Weißt du, aber die ganze Zeit hatte ich keinen Durst. Ja, du reitest ja auch die ganze Zeit. Ich musste zu Fuß laufen und musste ohne Ende trinken. Das ist irgendwie unangenehm, wenn man gekackt hat und hinter einem sieht man die Dinos, wie sie einen fasziniert angucken. Nein, ey. So, weißt du, was ich jetzt versuchen werde? Ne? Ich werde jetzt versuchen, einen Bär zu bowlern. Okay, lass dich nicht töten, du. Ja, selbst wenn. So weit weg von zu Hause ist es nicht. Ja. Jetzt, ja gut, jetzt ist es an sich auch wirklich egal. Einfach nur, um zu gucken, ob das funktioniert. Und jetzt gucke ich einmal ganz kurz. Ich hoffe, dass wir irgendwann Gasmasken haben. Ja, dann könnten wir durch die Höhle. Die Höhle sah nämlich cool aus. Yeah. Ich wusste schon, warum ich das Erdbeben. Erdbeben sind echt cool. Ich finde immer wieder Obsidian. Da. Und Edelsteine. Und die Maulwurfsratte. Ey, irgendwann töten wir die Maulwurfsratte. Einfach nur, damit ich die Edelsteine haben kann. Das ist aber gerade verflucht dunkel geworden, ne? Ja, ich habe mich auch gerade gewundert, so hoch. Vor allem schnell. Oh Gott. Okay.
Das ist interessant. So, gut. Also, kleiner Raptor, du darfst jetzt hier bleiben. Ach nee, wobei. So. Ich werde meinen Raptor jetzt auch mal hier in die Levelgruppe stellen. Vergiss nicht, die Viecher zu streicheln. Ja, nee, gucke ich mir gleich noch an. Aber ich denke, wenn wir jetzt eh hier unten sind. Das, Heißt. die müssen respawnt sein, genau als wir losgegangen sind. Ja, gehe ich von aus. Kann das sein, dass der Patch war, von dem wir da gelesen hatten? Dass der Patch quasi kurz das Level resettet hat? Nee, der hat ja nur den Server an sich, also eigentlich nur die Technik. Ich glaube, alles, was das Spiel ist, das ist die Speicherdaten. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ja, weil wir sind ja losgegangen und zack, waren ja schon die Raptoren gespawnt. Ja. Tja, wer weiß. So. Gut, okay. Wie sieht der Plan aus? Wollen wir einfach wirklich nur ein Hochhaus bauen? Wir wollten für unsere Dinos einen Platz haben, damit sie nicht ausrasten, wenn wir angegriffen werden. Stimmt. Das auch. Oh, hier ist ein richtig cooler weißer Bär. Cool. Holy shit. Oh, ich bin Level 14. Weißt du, was das heißt? Du bist 14? Ja. Und? Was Ach nee, doch nicht. heißt es? Schade. Aber ich kann jetzt eine Treppe bauen. Die ist cool, die will ich haben. Okay. Gut. Ach nee, stimmt. Mit Level 16 war der Raptor-Sattel, ne? Und das Floß. Ja, das los. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, das wird cool. Können wir hier ein bisschen rum, ja, rumfahren, ohne dass wir von Piranhas gefressen werden. So. Nein. Oh. So, falsch. Yay. Ich habe Fleisch gefunden. Und vergammeltes Fleisch. Ich versuche einfach so viele Tiere wie möglich erstmal zu töten. Bist du schon wieder hochgelaufen? Ja, ich brauche doch Zeug für meinen Sattel. Ach so, ja. Weil Reiten ist viel angenehmer, als die ganze Zeit zu laufen. Ja, natürlich, in der einen Kiste sind jetzt noch irgendwie 40. Ja. Jetzt noch 40 Leder. So, kann ich den Bären bowlern oder nicht? Das ist hier die Frage. Ich werde es jetzt herausfinden. Ach so, dein Das Problem ist, mir ist gerade eingefallen, dass Herzen. es Bärenfallen gibt. Wieso sollte ich sie ihm bowlern? Keine Ahnung. Okay, es funktioniert nicht. Ja, wahrscheinlich, weil es Bärenfallen gibt. Ja, ist mir gerade in der Sekunde eingefallen, als ich es geschwungen habe. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Oh. Gut. Okay, ich Ja, bin ich zwar halb versuche tot, aber ich gerade. bin losgeworden. Nur immerhin. Man merke, Ja. Bärenfallen. Ich überlege echt, wo man am besten. Weil ich meine, wir haben eine echt beschissene Stelle zum Bauen erwischt. Warum? Ja, weil alles voll schräg ist. Ja, das ist der einzige Wasserplatz. Ich weiß. Bis wir den neuen Wasserplatz finden, nee, da muss ja schon einiges passieren. Ja. Müssen wir erstmal an den ganzen Ungeheuern hier vorbei. Ja, nee, nee, um Gottes Willen, das, so meine ich das gar nicht. Ich meine jetzt einfach nur, ich weiß noch nicht genau, wie man das am besten regelt. Ja, wobei, ich glaube, ich habe eine coole Stelle gefunden. Also, sie ist zwar ein bisschen weiter weg von unserem Haus,
Aber sie ist flacher. Also zumindest ein bisschen, weil ich meine, theoretisch brauchen wir jetzt nicht so viel Platz für die Dinos. Nö, quetschen wir da halt rein. Ja, wie gesagt, viel Platz brauchen wir theoretisch nicht. Mal gucken. Erstmal brauche ich meinen Para zum Sachen tragen. Oh, Junge, 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 was für eine Folge. Wir sind heil nach Hause gekommen. Ich habe ein Parasaurus bekommen und dazu haben wir festgestellt, dass Bären nur mit Bärenfallen gestoppt werden sollten und nicht mit Bola. Ich meine, ist klar, dass es sie nicht juckt. Das sind ein paar Seile, da tritt er einfach durch. Ja gut, was wir morgen erleben werden, das erfahrt ihr morgen. Bis dann.